Also, wie ich es gerade gezeigt habe, wenn man vorher schon hinten wäre, würde man mitgehängt werden. Wenn man so bleibt, dann wird man auch mitgezogen. Besser ist es, wenn man sich vorher klein macht und dann das Rad dann gehen lässt. Hi, ich bin's mal wieder in einer weiteren Folge von Die Zerstörung der Fahrtechnikmythen. Und zwar geht es heute um das Thema nach hinten gehen. Ich weiß, das Thema habe ich schon seit 6, 7 Jahren in Videos drin und auch schon viele Videos explizit dazu gemacht. Aber es wird immer noch in Magazinen, Medien, Videos oder auch in Kursen gesagt, dass man angepasst an die Steilheit seinen Körperschwerpunkt nach hinten verlagern soll. Deswegen ist es leider immer noch ein Mythos, den man weiter zerstören muss. Und bitte teilt dieses Video auch nochmal, wenn ihr Leute habt, die diese Denkweise, die ich natürlich früher auch vertreten habe und so kannte, weiter teilen, und gehen wir das Ganze mal an. Nochmal ein Danke an die Unterstützer dieser Videoserie. Das ist F100 Pflegeprodukte, ja, wo ich besonders die Bio-Line favorisiere fürs Kettenöl, und der Sauerlandtourismus. Ich wohne im Hochsauerland, im Herzen vom Hochsauerland, und kann wirklich jedem empfehlen, dass es hier mega gut zum Fahren ist mit Trailparks, Bikeparks und auch Touren, alles was es gibt. Danke nochmal für die Unterstützung von dieser Serie. Erstmal jetzt nochmal die Grundannahme, der Mythos. Wenn es sehr steil wird und das Fahrrad geht in Steile, könnte ja die Gefahr bestehen, dass man über den Lenker geht. Und deswegen wurde dann auch immer gesagt, angepasst den Körperschwerpunkt nach hinten oder die Hüfte hinter den Sattel bewegen, damit man keine Überschlagsgefahr hat und sicher darunter kommt. Daher kommt das Ganze. Aber mit den Jahren hat man gemerkt, dass diese Formulierung auch viele Nachteile mit sich bringt bei dem, was die Leute machen, gerade als Fahrtechniktrainer. Und ich möchte euch jetzt nochmal sagen, warum man nicht sich aktiv nach hinten bewegt, sich aktiv nach hinten lehnt, sondern zentral über dem Bike bleibt, aber das Fahrrad in die Steilheit abkippen lässt und es sich unter einem bewegt. Wenn wir uns das Thema genauer angucken, dann ist es so, dass da wieder ein Grundmissverständnis besteht, gerade im Thema Wortwahl, wie beschreibt man das, was man sieht oder was man spürt. Und aufgrund dieses Missverständnisses wird dann wieder dieser alte Mythos, man soll angepasst nach hinten gehen, weiter verbreitet. Eigentlich ist es aber super simpel, und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar ist es so, wenn man das Fahrrad so sieht, es rollt auf eine steile Stelle zu, aber es ist noch in der Ebene, und dann auf einmal wird es immer steiler, das Vorderrad kippt ab, das Fahrrad geht in die Steilheit. Dann steht es nachher so. Jetzt Missverständnis Nummer 1, habt ihr schon gesehen gerade, ist, jemand fotografiert das Ganze von der Seite, wie jemand die steile Stelle fährt, und sagt dann, hey, der Sattel ist doch vor dir, du bist hinter den Sattel gegangen. Es war doch total gut sichtbar. Und das liegt daran, dass je mehr, wenn das jetzt die Hüfte ist, die zentral über dem Tretlager ist, wenn es steiler wird, dann wandert der Sattel unter einem nach vorne, wenn man das Rad in die Steilheit abkippen lässt. Das nennt man die Körper-Bike-Trennung, dass das Rad sich dann so von einem wegbewegt. Und das ist halt super wichtig, damit man nicht eine Einheit ist mit dem Rad und dann im Steil immer Überschlagsgefühle kriegt. Deswegen kommt dann dieses Missverständnis hinter den Sattel. Ja, aber nicht, weil man sich nach hinten gelehnt hat, sondern weil man vorher eine tiefe Position gegangen ist und dann das Fahrrad abkippen lassen hat. Und dann wandert der Sattel nach vorne. Das ist richtig, wichtig und gut so. Das zweite Missverständnis, was dann dabei kommt, ist folgendes. Und zwar auch wieder, wenn das jemand sieht und das Rad geht in die Steilheit, der Sattel wandert nach vorne, dann kommt der Hinterreifen immer mehr zum Po. Und wenn man eine sehr technische, steile Stelle fährt, mit Stufen drin, also nichts Schnelles, Rasantes, sondern wirklich ganz technische Passagen im Trail, dann ist es so, dass man diese Stufen ja auch ausgleichen muss mit Armen und Beinen. Und man geht halt auch in eine sehr tiefe Position mit den Beinen. Und dieses Tiefgehen, das sieht für viele dann, wenn das Rad schon so steht im Steilen, danach aus, als wenn man nach hinten zum Reifen gehen würde. Also das ist so, ihr lasst den Körpergewicht auf den Beinen, und dann ist es so, das Rad wandert nach vorne und dann ist der Reifen fast am Popo. Ich bin hier locker. Auch wieder dieses Missverständnis. Man macht sich halt klein, geht eine tiefe Haltung, lässt das Fahrrad unter sich dem Gelände sich anpassen, der Steilheit, und dann kommt der Reifen immer näher zum Po, was aber auch unproblematisch ist. Und das wird dann verwechselt mit sich nach hinten zum Reifen bewegen.
Oder wenn man einfach mal im Trailpark oder im Bikepark ist, dann sieht man halt Leute fahren. Die fahren dann in eine steile Stelle rein. Und da ist es so, dass wenn jetzt jemand diesen Gedanken hat, weil es ihm jemand gesagt hat, geh nach hinten, wenn es steil wird, dann gehen viele schon kurz bevor das Vorderrad in die Steilheit abgibt, nach hinten und werden dann mitgezogen. Ja, das ist natürlich super ungünstig, dann bist du Passagier und hast wenig Kontrolle, es besteht auch Sturzgefahr. Deswegen, wenn jemand diesen Gedanken, diese Wortwahl, geh nach hinten, so verinnerlicht hat, und das sieht man wirklich häufig, besteht diese Gefahr. Ein häufiges Phänomen, was man dabei auch sieht, dass Leute schon mal gesagt bekommen haben, hey, du darfst nicht so weit hinten die ganze Zeit hängen. Geh schön mit dem Kind über den Vorbeigehen nach vorne und jetzt fährst du in die Steilabfahrt. Dann verharren die in dieser Haltung. Und was passiert? Das Vorderrad kippt in die Steilheit und sie kippt mit dem Körper mit. Man kriegt mehr Überschlagsgefühle, wird passiv und ist eine ganz ungünstige Haltung. Wie gesagt, oft hört man die Anweisung, das Kinn muss über dem Vorbau bleiben oder die Schulter beim Lenker. Das würde in der Praxis so aussehen. So würde es so bleiben. Und das habe ich wirklich dieses Jahr schon in Fahrtechnikartikeln im Magazin gelesen. Jetzt nochmal demonstriert in einer steilen Stufe ganz klar, was ist, wenn man das Vorderrad dann abkippen lässt. Man macht sich vorher in der zentralen Haltung, wichtig, nicht nach vorne gehen oder hinten, in der zentralen Haltung macht man sich klein. Und wenn das Vorderrad dann in den Hang abkippt oder die Stufe abkippt in Steile, dann lässt man das runter, die Arme werden gerade. Dann wird dann oft die Frage gestellt, wenn es jetzt sehr lange steil geht, wie ist das, die Arme sollten noch nicht ganz gestreckt sein. Ich würde sagen, da sollte man gar nicht viel drüber nachdenken. Eigentlich ist es so, wenn du das intuitiv machst, dann hast du die Arme auch nicht ganz durchgestreckt. Manchmal, wenn du einen ganz krassen Übergang von flach zu steil hast und du hast eine richtige Stufe, wo dein Vorderrad so wie bei einem, ja, das ist noch kein Drop, aber das ist eine Stufe, die man abrollt, dann werden sie mal kurz ganz gerade. Sonst ist es halt in der normalen, breiten Haltung. Aber man sollte dem Fahrrad auch Weg geben, sich unter einem zu bewegen. Es ist so, dass man dieses übertriebene, ich gehe zentral tief und wenn mein Vorderrad dann runter will, dann lasse ich es runter. Das macht man vor allen Dingen, wenn es sehr technisch schwierig, steil und wenn vor allen Dingen mehrere Stufen am Stück kommen oder sowas, oft ja so ein bisschen unrhythmisch, dann macht man es sogar so übertrieben wie vielleicht hier in der Demo. Wenn man irgendwo langgerollt kommt, auf einmal kommt so eine kleine Stelle, dann ist es so, man ist relativ entspannt. Man muss nicht jedes Mal so krass tief gehen. Was ich auch schon oft beobachtet habe, viele Leute haben natürlich auch hier den Weg in der Schulter. Da ist ja auch noch Weg. Und wenn das keine krasse Stufe ist, dann kann man auch ja, relativ normal so fahren, muss gar nicht so tief sich machen. Und dann will das Vorderrad runter und man kann es so ein bisschen runterlassen, indem man halt ein bisschen Weg im Arm hat, ein bisschen Weg in der Schulter hat. Und man hat nicht diesen Effekt, boah, dass man mitgezogen wird. Genau, das möchte ich euch einmal zeigen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Man muss sich gar nicht übertrieben klein machen. Man kann das dann einfach ausgleichen. Und ökonomisch effizient nennt man das. Kraft sparen, Bewegungsweg sparen. Ein weiterer Nachteil, wenn Leute den Gedanken haben, dass sie angepasst an die Steilheit nach hinten gehen müssen, dann tun sie das auch. Manchmal sieht man in der eigentlichen Stelle gar nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn sie dann unten ankommen, das heißt, das Rad war in der Steilheit und jetzt geht wieder der Übergang von sehr steil wieder zu flach. Das Rad bewegt sich wieder unter einem, so der Sattel wandert wieder normal unter einen. Man merkt, wenn jemand wirklich dann doch zu weit hinten war, dann wird er dann da hinten so hoch reingestaucht. Manchmal hüpft dann das Vorderrad hoch und es ist sehr unkontrolliert. Deswegen, wenn man einfach zentral bleibt und das Rad unter sich machen lässt und nicht selber nach hinten geht, hat man all diese Probleme nicht. Der Mythos, geh für steile Stellen, hinter den Sattel, bewegt deinen Körperschwerpunkt, angepasst nach hinten, wird leider immer noch weiter verbreitet. Ich bin sehr froh, dass viele größere Bikeschulen jetzt mittlerweile auch das geändert haben und auch auf YouTube manche, also bin ich also sehr, sehr dankbar und sehr froh darüber, dass diese offenen
Kollegen, Ausbilder, Trainer gibt, die sich von diesem alten Mythos, den sie auch lange gesagt haben, mit einer sich nach angepasst nach hinten gehen, dass sie sich verabschieden. Mit den Magazinen und so weiter ist es halt etwas schwieriger, da wird das immer noch weiter verbreitet und es kommt zu Missverständnissen und so weiter. Aber ich muss nochmal sagen, es gibt bei Ausbildern, Fahrtechniktrainern und so weiter, gibt es keinen Didaktikerstreit und es geht nur so ein bisschen, wie formuliert man das, sondern es ist ganz klar, so wie ich es beschrieben habe. Und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, macht es so und lasst euch nicht verwirren von anderen Aussagen. Vielleicht noch zum Abschluss der Hinweis, es hat auch nichts damit zu tun, dass die Geometrien von Fahrrädern früher anders waren. In den 90ern gestreckter, dann in den Freeride-Jahren um 2000 waren die Bikes also hoch und kurz. Jetzt sind sie wieder länger, oder was heißt wieder, sie sind jetzt lang und slack und so weiter. Nein, das Prinzip blieb immer gleich. Bei guten Fahrern konnte man es auch sehen. Es gab halt einfach in der Erklärung immer diese Missverständnisse. Und natürlich auch Profifahrer, die super gut fahren, aber sich nie Gedanken gemacht haben, was sie eigentlich machen. Die kriegen ja dann auch, wenn sie mal Camps geben oder so, den Input von anderen Fahrtechniktrainern oder Ausbildern und wiederholen dann auch dieses jetzt geh angepasst nach hinten, obwohl es wirklich ganz klar ist, dass man das nicht machen sollte. Und deswegen gibt es auch immer wieder prominente Bike-Profis, die das halt empfehlen, einfach weil sie auch in dem Thema nicht so drin sind und das jetzt auch kein Diss oder so. Trotzdem mussten wir diesen Mythos jetzt einfach nochmal zerstören. Bitte teilt das Ganze. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Wir sehen uns.